Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer Preview zu Grand Blue Fantasy Relink. Und da handelt es sich auch gleich schon um das zweite größere Rollenspiel, was dieses Jahr erscheint. Wir hatten schon ein paar kleinere Releases, aber natürlich mit Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth gab es das erste große Rollenspiel. Und jetzt haben wir auch das erste, ja, traditionelle große JRPG. Was von seiner Optik ein bisschen an die Tales of Serie erinnert. Tales of Arise, Tales of Symphonia. Es ist ein bisschen etwas gröber gezeichnet, zumindest wirkt es so. In der Demo, die ich gespielt habe, hat es so ein bisschen gewirkt. Aber es geht schon sehr in die Richtung der Tales of Serie. Aber mehr dazu jetzt natürlich in meiner kleinen Preview. Grand Blue Fantasy Relink verspricht ein fesselndes JRPG-Erlebnis für Fans der beliebten Gacha-Franchise zu sein und auch geeignet für Neueinsteiger. Normalerweise ist die Grand Blue Fantasy Serie eher im Gacha-Milieu angesiedelt, so ein bisschen wie Genshin Impact oder Honkai Star Rail. Man kennt es im Westen auch ein bisschen im Beat'em-up-Bereich, aber dass es wirklich als waschechtes Rollenspiel durchgeht, ist eher nicht der Fall. Mit Grand Blue Fantasy Relink schlägt man aber genau diese Richtung ein. Nachdem ich die Demo jetzt ausführlich erkunden konnte, möchte ich natürlich meine Eindrücke zu den ersten Stunden der Hauptgeschichte, den Multiplayer-Inhalten und den eindrucksvollen Demonstrationen des Endgames teilen. Und hier sind meine ausführlichen Gedanken zu Grand Blue Fantasy Relink. Die ersten Stunden des Spiels sind absolut brillant gestaltet und führen die Spieler nahtlos in die Hauptgruppe ein, wobei ich hier auf die ersten richtigen Spielstunden eingehe und nicht das, was in der Demo passiert, denn der wirkliche Einstieg ist nicht in der Demo vorhanden, man wird da einfach mitten in eine Mission geworfen, die aber dennoch absolut spielenswert ist. Nach der Wahl zwischen den Protagonisten Gran und Jita, wobei die Möglichkeit zur Namensanpassung auch nach der Wahl noch besteht, findet man sich als Kapitän einer Gruppe von Himmelswanderern in einem packenden Abenteuer wieder. Und die linearen Level präsentieren aufregende Schauplätze und deuten auf ein episches, wirklich groß angelegtes Abenteuer hin, weit weg von diesen ganzen Gacha-Mechaniken. Die Haupthandlung ist jedoch nur ein Element von Grand Blue Fantasy Relink. Nach einigen Stunden erschließen sich den Spielern sogenannte Quests. Und ja, das sind nicht die Quests, die man normalerweise aus anderen Rollenspielen kennt, sondern diese Quests sind kurze Missionen, die entweder alleine mit KI-gesteuerten Charakteren oder auch im Multiplayer-Modus mit bis zu 4 Spielern bewältigt werden können. Und obwohl die Haupthandlung nicht im Koop-Modus spielbar ist, bieten die Quests regelmäßig Abenteuer mit Freunden, was besonders für Fans anspruchsvoller Koop-Inhalte reizvoll ist. Es ist allerdings ein bisschen schade, dass die Hauptgeschichte wirklich komplett Singleplayer ist, obwohl sich natürlich gerade in den Kämpfen die Option bieten würde, dort auch mit 2 oder sogar 4 Spielern zu agieren, ist aber in der Haupthandlung nicht möglich. Der Kampf ist ein absolut essentieller, zentraler Bestandteil des Spiels und präsentiert verschiedene Charaktere mit einzigartigen Kampfstilen, die ein bisschen an die Waffen der Monster Hunter-Reihe erinnern. Von Allroundern bis zu Magiern bieten die Charaktere eine faszinierende Vielfalt. Obwohl der Austausch von Kämpfern während der Kämpfe nicht möglich ist, davor könnt ihr natürlich tauschen, wie ihr wollt und danach auch, nur während der Kämpfe geht das leider nicht, denn verspricht die umfangreiche Auswahl an Charakteren trotzdem einen hohen Wiederspielwert und vor allem Raum für experimentelle Herangehensweisen. Die Kämpfe sind flüssig und befriedigend und die verschiedenen Mechaniken wurden auf der PS5 hervorragend umgesetzt und das ist auch die einzige Version, die ich natürlich bisher gespielt habe. Das Spiel bietet Schwierigkeitsgrad-Einstellungen und einen Assistenzmodus für Einsteiger, was die Zugänglichkeit natürlich enorm erhöht. Der Endgame-Content verspricht herausfordernde Bosskämpfe, die nicht nur Gruppenkoordination erfordern, sondern auch spezielle Builds und Strategien. Eine beeindruckende Live-Demonstration zeigte einmal einen Bosskampf der Stufe 135, der an anspruchsvolle Schlachtzüge erinnerte und der wirklich eine strategische Herangehensweise erforderte. Und das hat auch wieder gezeigt, wie tief und vielfältig dieses Kampfsystem ist, was oberflächlich betrachtet vielleicht relativ locker aussieht, hat einen wirklich unglaublichen Tiefgang. Die Hauptgeschichte bietet etwa 20 Stunden Spielzeit, doch mit den zahlreichen Multiplayer-Quests und vor allem dem umfassenden Endgame-Angebot kann die Spielzeit auf über 100 Stunden ansteigen. Grand Blue Fantasy Relink scheint ein lebendiges Action-RPG zu sein, was dieses Jahr das JRPG-Genre aufwirbeln wird. Der Release ist übrigens schon am 1. Februar, was wirklich nicht mehr lange hin ist, für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC geplant. Freut euch also auf ein episches Abenteuer voller fesselnder Inhalte und spannender Herausforderungen.
Und das war's auch schon von meiner Wenigkeit zu Grand Blue Fantasy Relink. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und schaut auch gerne bei mir bei Patreon vorbei, auch da werde ich regelmäßig hoffentlich spannende und unterhaltsame Inhalte veröffentlichen und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, ringehauen, bis zum nächsten Mal.